In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns jetzt mit dem Indexing. Also das heißt, Sie erinnern sich an das Architekturbild mit dem oberen Teil, mehr oder weniger dem letzten Schritt, das heißt der Überführung unserer Dokumentkollektion in eine Indexdatenstruktur. Und diese Indexdatenstruktur, die wird auch heute noch ganz normal angewendet, obwohl natürlich mit den neuronalen Verfahren immer wieder versucht wird, auch andere Varianten herzustellen. Allerdings skalieren diese neuronalen Verfahren noch nicht auf Milliarden von Dokumente und können sie sich auch nicht merken. Demzufolge muss das klassische herkömmliche Indexing immer noch herangezogen werden, um wirklich systematisch große Datenmengen zu durchsuchen. Was ist ein Index? Eine Definition, die inzwischen auch standardisiert wurde, ist, dass ein Index ein, ich lese es auf Englisch vor, ein Index ist a systematic guide designed to indicate topics or features of documentary units as index terms in order to facilitate their retrieval. Also ein Index ist in irgendeiner Weise ein systematischer Zugang, der die Themen oder Eigenschaften eines Dokuments oder verschiedener Dokument-Units, darauf kommen wir gleich, was das bedeutet, als sogenannte Indexterme, definieren wir gleich auch, ermöglicht, um das nachträgliche Wiederfinden der Dokumente zu ermöglichen. Der Nutzen eines Index, the function of an index, is to provide users with an effective means for locating documentary units relevant to their information needs in answer to queries. Der Nutzen eines Index dient dazu, also der Nutzen eines Index ist, den NutzerInnen eine Möglichkeit zu geben, sehr effektiv die Dokumenteinheiten zu identifizieren, die ihre persönliche Frage beantworten. Und diese Frage ist zum Beispiel formuliert als eine Anfrage, als eine Query. Ein Beispiel für einen Index sehen Sie jetzt hier. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Index, der am Ende eines Buchs zu finden wäre oder auch immer noch zu finden ist. Also eines Sachbuchs in dem Fall. In dem Fall hier auch am Ende des verlinkten Standards. Und Sie sehen hier eine Reihe von Einträgen, die im Prinzip listenartig angegeben sind. Es gibt eine gewisse hierarchische Struktur und diese hierarchische Struktur ermöglicht es nun, wenn man bei den am linken Worten anfängt, also bei den nicht eingerückten Worten, schnell herauszufinden, auf welchen Seiten, die hier zahlenmäßig angegeben sind, oder in welchen Kapiteln, die hier mit den Kommazahlen angegeben sind, denn bestimmte Themen behandelt werden. Indexterme nennen wir dann genau diese Terme. Das wird schon wieder nicht angezeigt. Ich muss immer einmal drücken, damit das wirklich passiert. Ich kann nicht erklären, woran das liegt. Indexterme sind jetzt hier die markierten linken Terme, das heißt die nicht eingerückten Terme, wobei man durchaus auch die Terme darunter als Indexterme bezeichnen könnte. Allerdings müssen die nicht so exakt im Dokument vorkommen, wohingegen zumindest das Wort mehr oder weniger im Dokument auch so verwendet worden sein muss. Allerdings kann es sich hierbei auch um Synonyme handeln. Und die Documentary Units wären dann hier im Prinzip die Referenzen auf die Seiten oder die Referenzen auf die jeweiligen Kapitel. Und das ist im Prinzip schon, was ein Index ausmacht. Und die Datenstruktur, die wir jetzt erstellen, die wir in der Informatik erstellen, die ist im Prinzip genau dasselbe. Das heißt, die Indexdatenstruktur für eine Suchmaschine ist 1:1 dem Index, wie man ihn herkömmlicherweise in Literatur findet, und der bedeutend älter ist natürlich als die Indexe, mit denen wir hantieren, nachempfunden. Mal klappt es mal nicht. Es gibt im Standard werden eine Reihe von Anforderungen definiert, die man an einen Index stellen möchte. Und wenn man sich diese Anforderungen vergegenwärtigt, und die sind erstmal voll auf Buchindexe ausgelegt, aber wenn man sich diese Anforderungen vergegenwärtigt, kann man dort eine ganze Menge wiedererkennen, was wir auch von heutigen Suchmaschinen erwarten. Wir gehen
schauen uns das erste an. Die Identifikation von Dokumenteinheiten soll ein Index soll verschiedene Dokumenteinheiten identifizieren, die bestimmte Themen beinhalten oder bestimmte Eigenschaften aufweisen. Das war schon in der Definition. Das müssen wir nicht nochmal erklären. Das nächste, ich habe die hier gruppiert, es sollen wichtige Themen oder Eigenschaften der Dokumenteinheiten bezüglich ihrer Ausführlichkeit der Beschreibung im Index vorkommen. Das heißt, es müssen nicht zwangsläufig alle genannt werden, wobei wir das in der Informatik durch andere Maßnahmen gerechtfertigen, dass die wichtigen Sachen zuvorderst stehen und die unwichtigen weiter hinten. Aber im Index muss nicht wirklich jede Nennung auftauchen oder es muss zumindest erkenntlich sein, was die wichtigen sind. Und es sollen Haupt- bzw. kleine Treatments, Behandlungen der Themen in den Dokumenteinheiten unterschieden werden. Also das, deswegen hier die Paarung. Tut mir leid. Sagen Sie es mir, wenn sich hier nichts ändert. Ich sehe es nur aus meiner Sicht und es ändert sich ständig. Also es ist ein bisschen nervig. Genau, es sollen nur Haupt- und kleinere Treatments der Themen auseinandergehalten werden. Die nächsten drei gehören auch zusammen. Und ein Index soll NutzerInnen gemäß des Vokabulars, das sie verwenden, Zugriff auf die Dokumente geben. Gleichzeitig soll der Index aber sich auch nicht zu weit von dem Vokabular, was in den Dokumenten, und das wäre die fünfte Anforderung, von dem Vokabular, das in den Dokumenten verwendet wird, entfernen. Das heißt, gegebenenfalls müssen Einträge dupliziert werden, sowohl für das Vokabular, was NutzerInnen verwenden, als auch für Einträge erzeugt werden für das Vokabular, was in den Dokumenten vorkommt und gegebenenfalls eine Zuordnung stattfinden. In dem Zusammenhang, auf diesen Zusammenhang kommen wir gleich noch, denn die Indexterminologie, die sogenannten Indexterme, sollen genau diese Schnittmenge bilden und sie sollen aus den Dokumenten extrahiert werden. Denn Zugriff auf die Sprache der NutzerInnen haben wir üblicherweise nicht, es sei denn, wir verfügen über Querylogs. Was ich eben schon gesagt habe, das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen, aber nochmal ganz kurz. Eine weitere Anforderung ist natürlich, dass wir auch über Synonyme oder verwandte Terme auf den Index zugreifen können und damit die entsprechenden Dokumente finden können, auch wenn sie im Dokument oder in der Dokumenteinheit nicht vorkommen. Und es muss eine gewisse Guidance stattfinden von allgemeinen Terms zu spezifischeren Terms. Und zuletzt, nun ja, es sollen bestimmte Typen und Aspekte von Themen und Features herausgestellt werden, während die nicht benötigt werden, auch eliminiert oder auch einfach ausgelassen werden können. Und der letzte Punkt, der ist ein bisschen ausführlich, den lese ich jetzt nicht als Ganzes vor, aber ich sage es einfach, im Endeffekt soll ein Interface verfügbar sein, dafür auf den Index zuzugreifen. Dass wir das Interface, das wir jetzt im Buch gesehen haben, wäre dieses hier. Einfach nur eine Auflistung, die alphabetisch sortiert ist, sodass man leicht reinspringen kann. Das Interface, das wir uns vorstellen, ist natürlich eher das einer Webseite oder irgendeiner anderen UI, die uns dabei hilft, Anfragen einzugeben und im Prinzip im Hintergrund den Index durchstöbert und nicht uns die Arbeit aufbürdet. Ein Dokument oder eine Dokumenteinheit, das ist die zweite Definition, ist ein Dokument ist ein Medium, auf dem eine Nachricht kodiert ist. Das ist ein bisschen philosophisch, aber man könnte auch sagen, wenn ich etwas in Sand kalligrafiere, ist das auch schon ein Dokument. Es fällt nur schwer, es aufzuzeichnen oder es zu konservieren. Wir betrachten natürlich eher digitale Dokumente. Und ja, genau, das können wir jetzt noch weiter ausführen hier. Die
Relation zwischen Dokumenten und den digitalen Dateien, mit denen wir es am ersten zu tun haben, die kann vielgestaltet sein. Am allerhäufigsten, und das ist auch der Fall sein, den man letztendlich immer berücksichtigt, ist, dass eine Datei einem Dokument entspricht und man das nicht nochmal zerteilen kann. Allerdings, wenn Sie durch das Web gehen, sehen Sie natürlich auch, dass viele Dateien, dass eine Datei, wie zum Beispiel ein ZIP-Archiv, in viele Dokumente unterteilt sein kann. Ein Buch kann ein Sammelband sein. Wir können E-Mails gethreadet haben und das auch so als Ganzes dargestellt bekommen. Und es stellt sich die Frage, will ich nur die einzelnen E-Mails finden, will ich den ganzen Thread finden, weil da bestimmt themenübergreifend gesprochen wurde, mit Antworten aufeinander und so weiter und so fort. Also es gibt viele Situationen, bei denen das nicht so der Fall ist. Das Umgekehrte passiert dann zum Beispiel in Foren, wenn Sie Paginierung haben und auf diese Weise ein Foren-Thread in viele kleine Dokumente zerlegt wurde, in viele kleine Webdokumente zerlegt wird, aber es sich eigentlich dabei um ein zusammenhängendes Gespräch und damit eigentlich ein Dokument handelt. Ob man in einer Suchmaschine sich die Mühe macht, das alles zusammenzufassen oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Die gängige Praxis in der Websuche ist, das nicht zu tun, sondern einfach jede URL als ein Dokument eins zu eins betrachten. Aber in spezifischeren Suchanwendungen kann man sich schon mal die Mühe machen, die gegebenenfalls weniger Daten oder spezifischeren Daten, die man hat, auch entsprechend vorzuverarbeiten, sodass man die Situation hier zunächst entschärft und auch tatsächlich auch eine Datei für ein Dokument wieder abbildet. Gleichzeitig kann es sein, was hier der Zusammenhang zwischen Dokument und Dokumenteinheit ist, dass man innerhalb von Dokumenten suchen möchte. Ich möchte in einem Buch vielleicht die Kapitel identifizieren. Also das heißt hier, der Standardfall wieder, ein Dokument entspricht einer Einheit oder ein Dokument besteht aus mehreren Einheiten und Kapitel wären eine Möglichkeit, aber man kann auch jetzt bei einer Argumentsuchmaschine auf Argumente gehen. Wir haben ganz am Anfang die ARC-Suchmaschine gesehen. Wir können einzelne Sätze suchen, wir können nach Wörtern suchen, wir können nach Kommentaren auf einer Kommentarseite suchen oder. Und auch da sehen Sie natürlich im Web unzählige Beispiele dafür, dass eigentlich in sich geschlossene Einheiten zusammengefasst sind auf Webseiten, die man eigentlich aber nicht zusammenfinden möchte. Auch da gleiches Spiel. In der Praxis wird man zunächst erstmal von einem Dokument gleich eine Einheit angehen. Und das heißt, in der Folge der Vorlesung werden wir einfach, wenn wir von Dokument sprechen, einfach auch Dokumenteinheit mitmeinen. Es kann sein, dass mal etwas anders gemeint ist, es kann sein, dass mal Kapitel gemeint sind oder etwas Ähnliches. Das hängt dann vom Kontext ab, aber die Vorlesung wird einfach von Dokumenten reden. Dann gibt es noch weitere Terme, die wir hier benötigen, bevor wir dann wirklich zur Konstruktion eines Index kommen können. Das ist das Vokabular, die Terminologie und die sogenannten Indexterme. Das Vokabular sind Wörter oder Phrasen, die in der Dokumentkollektion, die ich betrachte, vorkommen. Die Terminologie sind dann genau die Wörter oder Phrasen, die ich aus diesen Dokumenten herausziehe, um sie in den Index hineinzugeben und jedes Element der Terminologie, also es handelt sich hier um eine Menge von Termen, ist ein sogenannter Indexterm. Und die werden genau aus diesen Wörtern oder Phrasen abgeleitet, eins nach dem anderen. Es kann auch sein, dass aus verschiedenen Wörtern aus den Dokumenten ein und derselbe Indexterm abgeleitet wird und die quasi aufeinander abgebildet werden. Das Vokabular, wie gesagt, erhalten wir größtenteils aus der Dokumentkollektion, die wir indizieren wollen. Wir können Vokabular erhalten von den NutzerInnen, wenn wir ein Querylog schon vorliegen haben oder wenn sie uns einfach bestimmte Terme sagen, nachdem sie suchen wollen. Man kann Experten befragen oder menschliche Reviewer. Das wird insbesondere natürlich in der Bibliothekswissenschaft gemacht. Also das heißt, da sitzen schon Experten, wie zum Beispiel die AutorInnen selbst an Büchern oder auch LektorInnen, die dann sicherstellen, dass auch tatsächlich alle Synonyme, die gegebenenfalls gar nicht im Text vorkommen, auch im Index drinstehen. Haben wir ein bisschen schwieriger, aber im Information-Archiv, wenn wir Volltextsuche machen und gegebenenfalls alle Wörter heranziehen, die in einem Dokument vorkommen, haben wir diese Auswahlschwierigkeit größtenteils nicht. Oder man kann sogenannte kontrollierte Vokabulare aufstellen, wie es ja auch in den Bibliothekswissenschaften sehr häufig der Fall ist.
Die größte Herausforderung und der größte Unterschied zwischen dem Vokabular, das in den Dokumenten vorkommt, und dem Vokabular, das NutzerInnen sprechen, ist, diese Abbildung zu machen auf die Terminologie. Das heißt, hier ein etwas vereinfachtes Beispiel: Wenn ich im Dokument, aus welchem Grund auch immer, oder in einem Dokument, aus welchem Grund auch immer, einfach nur die Wörter statistical und statistically finde, aber die NutzerInnen sprechen von Statistics, werden gegebenenfalls die Dokumente, die die anderen anders gebeugten Wörter beinhalten, nicht wirklich gefunden, da sie halt anders geschrieben sind und, wie wir gleich sehen werden, letztendlich alles nur durch Stringvergleich stattfindet und nicht durch einen Fuzzy-Stringvergleich. Daher müssen wir ein Verfahren aufstellen, das eine Abbildung vornimmt von ähnlich, also in dem Fall hier ein Beispiel gebeugten Wörtern, auf einen kanonischen sogenannten Term, und das ist dann genau der Indexterm oder die Menge der Indexterme, die wir Terminologie nennen. Und wenn wir uns mit Sprache auseinandersetzen, nun ja, bei Wörtern, da gibt es eine ganze Menge Phänomene. Wir müssen ja Beugungen berücksichtigen, wir müssen Rechtschreibvarianten, zum Beispiel amerikanisches und britisches Englisch, berücksichtigen. Wir müssen Groß- und Kleinschreibung berücksichtigen, da wir Stringvergleiche durchführen, Singular- und Pluralformen, Artikel und. Also da gibt es eine ganze Menge, womit man sich auseinandersetzen muss. Und das alles muss linguistisch vorverarbeitet werden. Termgewichtung kommt hier noch oben drauf. Das ist aber etwas, was spezifisch für die Indexe des Information Retrieval ist, und das sehen wir gleich dann noch. Eine Pipeline zur Vorverarbeitung von Texten könnte ungefähr so aussehen, in verschiedene Schritte unterteilt. Wir holen zunächst den Plaintext aus den akquirierten Dokumenten heraus, dann tokenisieren wir die Dokumente, das heißt, wir zerlegen den langen String, der das ganze Dokument repräsentiert, in einzelne Wörter. Anschließend werden Wörter, die wir nicht haben wollen, entfernt. Das nennt man dann Stop Word Removal oder Stopping. Und als letztes können verschiedene Wörter durch verschiedene Normalisierungsschritte gehen. Das wären einmal das heuristische Stemming, bei dem wir einfach nur durch, das kann ich hier an dem Beispiel nochmal zeigen, einfach nur durch Vergleich im Englischen von Präfixen von den Wortstrings herausfinden, ob sie zusammengehörig sind oder nicht. Da gibt es dann verschiedene linguistisch motivierte, regelbasierte Verfahren, die man hier anwenden kann. Oder wenn man das Ganze auf Basis eines Vokabulars, das man vordefiniert haben möchte, oder eines Dictionaries, das man vordefiniert hat, anstellen möchte, dann kann man lemmatisieren. Das bedeutet, Wörter tatsächlich auf ihre Stammform zurückführen. Saw zum Beispiel auf see. Sie sehen hier zusätzlich noch Pfeile, die an den verschiedenen Schritten vorbeigehen. Es kann halt sein, und das ist optional in dem Fall, es kann halt sein, dass wir gewillt sind, nicht nur das Endergebnis dieser Pipeline als Indexterm zu betrachten, sondern es kann auch sein, dass wir Zwischenschritte, also die übrigen Teile des Vokabulars, mit in den Index hineinschreiben, mit in die Terminologie mit aufnehmen. Das bedeutet, dass letztendlich die Menge der Indexterme, unsere Terminologie, die wir am Ende haben, auch eine sehr viele verschiedene Varianten von einem und demselben Wort beinhalten kann. Und demzufolge der Index, den wir gleich als Datenstruktur sehen werden, auch bedeutend umfangreicher wird. Das ist nicht schlimm, denn abhängig davon, wonach die NutzerInnen suchen, wird halt ein String-Lookup gemacht, wo in dieser Datenstruktur steht denn jetzt dieses Wort. Und jedes Wort, das wir nicht kennen, kann auch nicht gefunden werden. Und eine dynamische Abbildung auf andere Teile des Index findet auf diesem Level nicht statt. Wir werden auf diesen Teil dann auch nochmal genauer eingehen, nachdem wir mit dem Indexing durch sind. Die häufigsten Anfragetypen, die wir an einen Index erwarten können, das sind Schlüsselwortanfragen, so wie es in den gerade gezeigten Buchindex letztendlich auch der Fall ist, und
gerade wenn man sehr viele Daten durchsuchen muss, wird man seine Anfragen schon unterteilen müssen auf die eine oder andere Art und Weise. Natürlich sind in modernen Suchmaschinen auch Anfragen, die als vollständige Fragen formuliert sind, kein Problem mehr. Allerdings werden auch die dann beim initialen Retrieval, also das heißt beim ersten indexbasierten Retrieval, runtergebrochen auf Schlüsselwortanfragen. Also das heißt, auch die werden durchlaufen im Endeffekt dieselbe Pipeline, die wir hier sehen. Man könnte auch noch längere Anfragen stellen als vollständige Fragen, also einfach ein langes Textbeispiel zum Beispiel eingeben, aber das kommt dann letztendlich auf selber raus.